Nachmittags um 16 Uhr rief Pep Guardiola seine Spieler wieder geschlossen auf den Trainingsplatz an der Säbener Straße zur Vorbereitung auf das nächste Spiel. Denn am Mittwochabend geht es im Heimspiel gegen den Zweitligisten, den 1. FC Kaiserslautern, um nicht weniger als den Einzug ins Finale des DFB-Pokals. Und die Zielsetzung von Pep Guardiola, die ist unmissverständlich. Ich war nie in Berlin in einem Finale. So für mich ist ein kleiner Traum, so dieses Finale erreichen. Und ich glaube auch für die Spieler. Meiner Meinung nach, jetzt, wenn die Spieler oder der Trainer wollen im Finale erreichen, wir werden im Finale erreichen. Wenn diese Trainer, diese Spieler, dieser Verein wollen in Madrid, in Lissabon Finale erreichen, wir werden im Finale erreichen. Jetzt in dieser Situation, auf the end of the Saison, ist nur hier. Hier. Zu gewinnen für Pep Guardiola ist das also reine Kopfsache. Ob auch Manuel Neuer bei der Mission Pokalfinale mithelfen kann, bleibt allerdings vorerst noch offen. Während die anderen ihre Einheit absolvierten, legte Manuel, wie schon am Montag, vorerst auch diesmal wieder eine individuelle Einheit im Leistungszentrum ein. Der gestern Spiel kann nie gespielt. Heute Spiel kann ich spielen. Ich hoffe, morgen vielleicht kann ich spielen. Ich werde mit meinen Ärzten sprechen, mit Müller Bolfer und sage, okay, kann ich spielen. Wieder Spiel, kann ich spielen. Lukas spielt. Ja, und weil Tom Starke ebenfalls verletzungsbedingt ausfällt, steht Youngster Lukas Reda in diesem Fall bereit. Beim Spiel am Mittwoch werden Fans und Mannschaft wieder die von beiden gewünschte neue Einlaufhymne Forever Number One hören. Nicht nur Bastian Schweinsteiger ist von dem Hit richtig angetan. Ich finde es super. Also ich war sehr beeindruckt, als es jetzt lief gegen Dortmund vorm Spiel. Und unserer Mannschaft gefällt das Lied unglaublich gut und das Schöne, es sieht ja auch gut aus, wenn die Fans den Schal dann noch auseinanderhalten. Ich kann mich erinnern, in London im Champions League Finale, als das Spiel vorbei war, haben unsere Fans dann auch gesungen und das sah unglaublich gut aus. Deswegen finde ich es cool, dass es jetzt gemacht worden ist und hoffe, dass es noch öfter passiert und wir Spieler befürworten das, ganz klar. Neuigkeiten gibt es auch bei der zweiten Mannschaft des FC Bayern, denn die verstärkt sich mit 4 Neuzugängen. Ivan Lucic ist der aktuelle U19-Nationalkeeper von Österreich und kommt vom Erstligisten Josko Ried. Abwehrspieler Herbert Paul wechselt vom Regionalliga-Konkurrenten Greuther Fürth 2 an die Säbener Straße. Von Bayern Hof kommt der Mittelfeldspieler Sebastian Bösel und die Offensive verstärkt ab dem kommenden Sommer Eintracht Bambergs Stürmer Lukas Görtler. Alle Neuigkeiten gibt's wie immer hier und damit tschüss.